Hallo, liebe Freunde des gepflegten Action-Rollenspiel-Spaßes und willkommen zurück zu Fallout 4. Wir wollen ja in dieser Folge mit Hancock, dem Oberboss hier irgendwie, auf die Spur kommen, der hier für die ganze Silver Shroud-Aktion quasi so ein bisschen verantwortlich ist, beziehungsweise gegen den wir als Silver Shroud ja vorgehen. Und dafür sollen wir jetzt erstmal seine Handlanger, den Norty oder Northy und Smiling Kate um die Ecke bringen. Und ja, Hancock, geht's los? Ja, kommst du? Hey, was brauchst du? Ja, okay, also, ja. Wir gucken mal auf die Karte, wo wir hin müssen. Smiling Kate ist hier und Norty ist dort. Und was ist hier? Achso, das ist das optionale Quest. Hier ist Bunker Hill und dort ist die AADTSL Büro. Gehen wir mal dorthin und werden uns von dort aus um die beiden kümmern. Oh, und da haben wir auch schon Besuch. Guten Tag, guten Tag. Ein Raider, der natürlich gerade in Deckung geht hier. Oh, was war denn das? Oh, eine Todeskralle. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Was macht eine Todeskralle hier? Guten Tag. Aua. Aua. Okay, sehr gut. Wir müssen erstmal die Beine kaputt schießen, damit sie nicht mehr hinter uns herkommen. Aber so recht will das nicht funktionieren. Huch. Da ist sie down. 46 Punkte gab es für die nur. Der Typ hier. Ja, halt. Ja, wieder. Gehen wir mal hier um die Ecke. So, jetzt. Mein Freund. Das war's? Den zerlegt's gleich richtig. Da muss man zugreifen. Und die Todeskralle. Hat eine schicke Haarbürste dabei. Lol. Raider Plünderer. Wieso fehlt da das Ü? Tschüss. Huch. Ich sehe dich. Und den da auch noch. Na, das reicht nicht ganz. Ja, wir leben noch. Na komm schon, nein. Wieso drücke ich schon mal Tab jetzt? Will ich ja gar nicht. Gut, der ist weg. Oh, und da hat Hancock gleich mit erwischt. Stehst du wieder auf, Hancock? Der hat nur so eine Schrotflinte. Die ist natürlich nicht so geil. So, perfekt. Wo müssen wir denn? Ah, nach rechts. Also irgendwo da lang. Ich glaube hier hoch, ne? Hier lang vermute ich mal. Ja, wird auch unten auf dem Kompass so angezeigt. Oh, was ist denn hier? Guten Tag. Da hat sich jemand gemütlich gemacht. So, 40 Meter. Das scheint dann irgendwo hier zu sein. Waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir so bekannt vor. So. Irgendwie. Hä? Nee, also hier scheint es dann doch nicht zu sein. Ah, hier geht's durch. Okay. Also dann. Ach, guck mal dort. Ich bin so froh, dass ihr alle kommen konntet. Und Leute, wir haben hier das beste Kauspielzeug überhaupt. Silver Shroud, die Legende. Klar, Shroud hat schon ein paar unserer Besten erledigt, aber was soll's? Das macht die Belohnung umso fetter. Packt euer Zeug ein, wir gehen auf ein Schlachtfest.
Okay, die wollen was von uns. Das ist überhaupt nicht wie eine Ausbildung. Auf Spanplatten schießen. Guten Tag. Wenn das nicht der Junge hinter dem Kostüm ist. Das war aber nicht nett, Mr. Shroud. Meine Freunde mit deinen Visitenkarten so nervös zu machen. Du hast Sinchins Lieblingskämpfer umgebracht. Aber jetzt werden wir dein gottverdammtes Herz rausreißen. Meinst du? Ich glaube ja eher nicht. Oh, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Und da ist sie auch schon tot. Und dann laden wir mal nach. Nummer 2. Nummer 3. Da fehlen uns die Aktionspunkte. Der nächste. Und du da hinten. Segnest auch das zeitliche. Boah, haben wir nicht getroffen? Ah, Hancock hält nicht so viel aus. Da muss Piper, oder war Piper deutlich besser, muss man sagen. Aber der gute Junge hat ja quasi auch nichts. So, wo ist denn Smiling Kate? War das hier Smiling Kate? Ne, das war auch nicht Smiling Kate, aber Sinchin-Bande. Smiling Kate. Guck mal. Kampfrüstung Harnisch. Komm mal her. Psst. Was ist los? Ja, bleib da mal stehen. Hallo? Handeln. Brauchst du was? Kleidung, Kampfrüstung, Harnisch. So, immerhin. Nein! Ach, pfui! Och, Mann! Was ist das denn? Psst. Hm? Ist reichlich vorhanden. Ja, ja. Was ist jetzt? Ich hab T gedrückt. Hä? Ah. Muss man nicht verstehen. Gut, dann auf zum nächsten. Müssen wir noch eine Visitenkarte hinlegen oder so? Wo war sie denn jetzt hier? Ja, haben wir noch hingelegt. Und dann, was ist das denn hier? Milchflaschenautomat. Oh, wo geht's hier lang? Speichern nicht vergessen. Oh, hier kommen wir bloß übers Gebäude drüber. Kommen wir auf die Markise drauf? Oh ja, sehr schön. Was ist denn das für ein Kleeblatt da eigentlich auf dem Kompass? Irish Pride Werft. Okay, aber wir müssen hier lang. Zumindestens, falls es geht. Hallo? Aua. Der hat Kronkorken dabei. Wo ist jetzt der Hund hin? Ach hier. Fleisch brauchen wir nicht. Wir müssen eher nach links. Jetzt sind wir wieder bei dem Büro. Wir müssen da in die Richtung. Okay. Na, da bin ich ja mal gespannt. Hier etwas milchig-nebelig. Hier ist eine Kirche. Das erinnert mich so ein bisschen an hier unten. Hier bei... War das Quincy? Da war das auch so mit so einer Hochstraße und einer Kirche und so. Sieht hier sehr ähnlich aus. Und ich glaube, wir waren hier schon mal, als wir die Mission für die Railroad gemacht haben. Da haben wir in der Kirche den Zünd, glaube ich, abgeholt oder empfangen. Irgendwie so muss das gewesen sein. Deswegen kommt mir das hier auch alles ein bisschen bekannt vor. So, 50 Meter, dann sind wir auch hier da.
Okay. Hallo. Jemand zu Hause? Oh. Der wird schon geballert. Hörst du was? Leibwächter. Schießen die auf uns? Sieht danach aus. Das sind Ghule. Das gibt keinen Ärger mehr. Wir nehmen mal einen Stimpack. Los, gib mir Deckung! Patronen. Einfach nur abschauen. Und tschüss! So schnell geht das. Den kann ich schaden. Da oben ist derjenige, den wir holen müssen. Aber vorher gibt es hier noch ein paar Leibwächter zu erledigen. Hallo! Das nennt man Angst. Wieso haut denn der ab? Nicht mit mir. So, suche nach der, bei der Leiche nach Hinweisen. Da hinten ist ein Reh oder so. Finde Silver Shroud. Zeit zum Einsammeln. Finde Kent. Patronen. Willst wohl Spielchen mit mir spielen, was? So. Wieso ist meine Framerate schon wieder so niedrig? Und wo sind die Gegner, die hier rummeckern? Na? Irgendwo hier noch Gegner? Ach doch. Sehr gut. Haben wir die auch noch erledigt? Und vor allem noch ein paar Erfahrungspunkte mitgenommen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Hier vielleicht? Ne, das ist die optionale Mission. Das ist Somerville. Somerville Place, ja. Finde Kent. Das ist dann In Good Neighbor. Okay. Postal Square. Finde Kent, ja. Wir gucken mal noch kurz zu der Leiche, ob wir da unsere Visitenkarte hinlegen können. Wo war das jetzt genau? Das war irgendwo hier. Oh ja, hier bei dem Gras. Hat er Probleme mit den Frames? Wie weit ist es denn? Ach, das können wir auch eigentlich laufen, würde ich sagen. Die Hirsche ignoriere ich jetzt mal. Und wir schauen mal. Ist es hier ein Tunnel? Sieht nach einem Tunnel aus. Ja, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Oh, hier gibt es einiges an Strahlung. Hancock wird das, glaube ich, nicht so interessieren, aber wir müssen da aufpassen. Ein Supermutant und ein paar kostenlose XP, auch wenn es jetzt nicht wirklich viele waren mit 9 Stück. Aber egal. Warum ist das hier immer so neblig? Was hat das damit auf sich? I don't know. So. Geht das hier jetzt rüber? Sind wir jetzt hier richtig oder müssen wir hier abbiegen? Wir müssen nach da lang, oder? Genau. Huch. Nein. So, über die Hebebrücke. Oh, da kommen wir gar nicht richtig drüber. Da müssen wir wohl notgedrungen ein Stück schwimmen. Aber das ist egal. Kopf. Sehr gut. Na, Schnuffel. So, perfekt. Hat er irgendwas dabei? Nö, Spachtel brauchen wir nicht. Fleisch brauchen wir auch nicht.
Gut, dann weiter in diese Richtung. Wer sich wundert, ich bin ein bisschen verschnupft und höre mich auch dementsprechend an. Irgendwie hat es mich jetzt doch wieder noch mit einer Erkältung erwischt. Im April. Großartig. Ärgert mich gerade so ziemlich, weil ich deswegen beim Leipzig-Marathon nicht mitlaufen kann. Aber gut. Wichtig ist, dass ich im Juli gesund bin zum Ironman. Hier ist... Sind das Raider? Nee, Quatsch. Supermutanten oder... Mass Fusion oder war das hier Gunners? Auf jeden Fall müssen wir in die Richtung. Was ist das? Supermutanten. Und wir müssen tatsächlich zurück nach Good Neighbor. Das finde ich jetzt ziemlich verwunderlich. Ist er in Good Neighbor, dieser böse Big Boss? Komisch, komisch, komisch. Gut, dann sind wir jetzt wieder in Good Neighbor. Jetzt müssen wir nochmal sehen, wo wir jetzt hin müssen. Hä? Warte mal. Finde Kent. Wir machen mal die lokale Karte an. Wo müssen... Okay, wartet er etwa auf uns? Sieht etwas danach aus. Nee. Ah. Vielleicht schaue ich nachher mal in der Höhle der Erinnerungen vorbei. Hä, müssen wir jetzt in die... Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, was das jetzt hier wird. Hallo? Ach, ist sie das etwa? Komm mal her. Du bist es. Oh, Sugar, ich hab Kent immer gesagt, dass dieser Heldenmist euch beide noch ins Grab bringt. Oh Gott. Oh Gott. Ach, ich Depp. Kent ist ja nicht der Bösewicht, sondern es ist Kent Connolly. Ach ja, sorry. Erkältung, Sprain AFK. Ah, shit. Was ist mit Kent? Wo ist er? Sie haben ihn. Raider. Nichts als Mordlust in den Augen. Wir hatten keine Chance. Als sie ihn mitnahmen, haben sie dir eine Botschaft hinterlassen. Hör einfach Kents Radiosender. Sie wird ständig wiederholt. Oh, Mist. Ach, ich hab gedacht, Kent ist der Bösewicht, aber das war ja irgendwie dieser Shinji. Okay, dann... Nein, nicht Licht, sondern Pitboy aufmachen und dann hören wir uns mal Radio Silvershroud an. Neuigkeiten von Silvershroud. Falls ihr es noch nicht wisst, Kendras Schreckensherrschaft ist Geschichte. Sie wird nicht... Was? Oh Gott, was ist denn jetzt los? Auf die Knie, Drecksack! Was soll das? Sinchin, alles klar. Das ist also Shrouds Hauptquartier? Dann bist du sicher Silver Shrouds, kleiner Freund. Ja. Wenn du deinen Freund lebend wiedersehen willst, Shroud, komm ins Milton General Hospital. Tu's nicht, Shroud, das ist eine Falle. Rette dich! Tu es, Shroud, tu es! Mein Knie, Tick-Tack, Shroud. Lass mich nicht warten. Wir haben noch einiges vor. Neuigkeiten von Silver Shroud. Falls ihr es noch nicht wisst, Kendras Schreckensherrschaft ist Okay, wir müssen also in dieses Krankenhaus. Und Kent befreien und Sinchin natürlich auch umbringen. Wo ist denn das Krankenhaus? Milton General Hospital. Da waren wir schon mal. Das ist nördlich dieser Gunners Plaza. Das ist dieses komische Krankenhaus, wo wir... Naja. Okay. I know. Dann springen wir mal zu Fairline Hill Estates. Und bewegen uns von dort aus zum Krankenhaus. Ich hoffe jetzt mal, oder vermute mal, dass wir uns nochmal durch dieses Krankenhaus... Also hoffe, dass wir uns nicht nochmal durchkämpfen müssen. Vermute aber, dass wir es tun müssen.
Das hatten wir ja bei anderen Quests auch schon, dass man dann die Gebäude irgendwie zweimal freiräumen müssen. Das ist ziemlich blöd, aber Stille hier. andererseits auch, tja, wie soll ich sagen, realistisch. Huch! Oh mein Gott. 31 Punkte gibt der nur. Da kommt schon der nächste. Aua! Und vor allem, es ruckelt! Warum ruckelt das? Hält dieses Vieh viel aus? Ich nehme eine andere Waffe. So. Schon ist Ruhe hier am Karton. Ich glaube, das ist das Gras. Das Gras zieht sehr viel Leistung. Und wir müssen jetzt da runter. Na. Ja, das ist hier dieses Krankenhaus mit diesen verschiedenen Etagen. Beziehungsweise Parkhaus. Und das Krankenhaus war, glaube ich, auf der anderen Seite. Ja, das war das Krankenhaus. Da waren wir ja wirklich schon mal drin, ne? Aber was soll's? Hancock, alles klar? Gut, dann geht's los. So. Nach unten, nach unten. Was ist nur das? Scheiße, was war das? Wow. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ja, so kann man's wohl nennen. Aufzug? Ist nichts mehr. Dachte ich mir schon. Doch nichts hier. Ah ja, hier waren wir halt überall schon mal. Das ist jetzt ziemlich blöd. Out of order, hier ist der Fahrstuhl. Halte die Augen offen. Ich glaube, das Arschloch benutzt einen Stealth Boy. Ne, wir benutzen keinen Stealth Boy. Keller, guten Tag. Hallo, hallo, hallo. Wir speichern mal. Tschüss. Hey, was soll der Scheiß? Wer ist da? Im Moment geht es ja noch ganz gut hier. Schrotpatrone. Aber wir sehen schon, die Rüstungswerte dieser Silver Shroud ist es nicht so geil. Okay. Der ist weg. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Garstige Plage. Gut, dass das erledigt ist. Garstige Plage. Gut, dass das erledigt ist. Dieses Gelaber. Ich will aber hier noch nicht in den Fahrstuhl rein. Ich will erst mal gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Legen Sie Ihre Waffe nieder. Klappe. Ist hier noch irgendwie was? Nee. Und hier. Wir müssen aber irgendwie in die Richtung. Das ist komisch. Initiiere Suche nach feindlichem Ziel. Komisch. Wo ist Hancock? Hat's den schon erwischt oder was? Na gut, wie auch immer. Wir benutzen mal den Fahrstuhl. Achtung, der Flüchtling sollte als bewaffnet und gefährlich nach oben. Nach oben. Zweiter Stopp. Ich hab was gehört. Entschuldigung. Tschüss. Okay. Der kleine Mr.
Und tschüss. Machen wir mal so ein bisschen auf Shooter jetzt hier. Hier geht's nach unten. Hier waren wir schon. Hier geht's nicht weiter. Wo geht's hier lang? Okay, Handypfleger. Okay, da musste ich einen kurzen Cut machen. Meine Nase macht mir dann doch etwas einen Strich durch die Rechnung. So. Müssen wir jetzt hier nach unten? Okay. Du tust mir nichts. So, er tut mir doch was. Okay, wo sind wir denn? Au. So, da ist Ruhe. Hat die beiden sehr gut erwischt hier. Und wir schauen mal hier. Jemand da? Da unten ist der Ausgang. Hä? Aua. Aua. Jetzt geh doch mal down. Ein bisschen Jet wäre jetzt nicht schlecht. Uiuiuiui. Wo kommen jetzt die Räder her? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Bitte gehen Sie in Deckung. Ist die Gefahr eliminiert, oder? Huch! Jetzt wird schon wieder geballert hier. Oh nein! Wir konnten Kent nicht retten. Ich würde keinen Kent retten wollen. Deswegen lade ich mal. Keine Ahnung, was man dafür tun muss. So. Ach, jetzt sehen wir noch nicht Schrott mit, ist egal. Bitte gehen Sie in Deckung, bis die Gefahr eliminiert wurde. Hier geht's nach unten. Scheiße, was war da? Du bist sowas von tot. So, Level up. Huch! Nichts. So, komm her. Das sieht es verdammt nochmal danach aus. Ich habe es mir nochmal überlegt. College Square? Wimmelst du da nicht vor wilden Ghoulen? An so einem Ort willst du dich niederlassen? Ja. Gute Nacht. Okay. Wir kommen hier also nicht weiter, wenn wir diesen Roboter killen. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, an ihm vorbeizukommen, ohne dass da was Großartiges passiert. Warnung, Feinde in der hey. Umgebung. Jetzt wird's lustig. Okay. Die sind direkt unter uns. Ich sehe schon Geister. Wo geht's denn hier lang? Dies ist eine rechtmäßige Anwendung tödlicher Gewalt. Ach, da ist Hancock. Bitte an ihre örtliche Strafvollzugsbehörde. Die Geschmiedeten sind ein harter Haufen. Ha. Ich speichere hier mal. Und was ist, wenn ich jetzt zu Hancock runtergehe? Da kannst du deinen Arsch drauf. Versuchen Sie nicht zu fliehen. Sie werden. Nee, ich glaube, das ist auch nicht richtig. Dann gehen wir wieder nach oben. Sorry für das Laden und Speichern, aber ich würde gerne versuchen, Kent zu retten. Versuchen Sie nicht zu fliehen. Sie werden die Schäden infizieren. So, mein Freund, komm her. Alles nur noch schlimmer für Sie. Ich will gerne. Feindliches Ziel an.
Das funktioniert nicht. Keller. Das wird sicher lustig. Was haben wir denn hier? Okay. Wie kommen wir an Kent ran, ohne dass er vorher stirbt? Das muss ja irgendwie möglich sein. Dort sind die. Hier ist der Fahrstuhl, der nach oben geht. Wir müssen also... Und hier ist der Haupteingang. Okay, wir gehen jetzt mal hier runter. Halt. Brauchen wir gar nicht diesen mega Umweg zu gehen. Sondern können wir hier hinten lang. Das wäre ja toll. So. Wir speichern. Aber hier geht's nicht lang, oder? Hancock, was soll denn das? Ha! Suche beendet. Keine Feinde entdeckt. Kampfbereitschaft einstellen. Wir kommen da nicht ran. Wir gucken nochmal auf die Karte. Irgendwo da. Da. Hey, wo hänge ich? Und auf der Karte sieht es aber auch nach links. Hä? Ich check das nicht so ganz. Irgendwo da rechts hinten. Huch, Entschuldigung. Da kommen wir aber von hier aus nicht hin. Wir müssen über den Fahrstuhl gehen. Nach oben. Erdgeschoss. Erdgeschoss. So, jetzt fährt er nach unten. Nach oben. Nach oben? Okay. Keller. Wie Keller? Er sagt, er fährt nach oben und ist im Keller. Das ist doch total unlogisch. So, hier lang. Oh, hier ist noch eine Kiste. Die nützt uns nichts. Hier ist eine Tür, aber durch die kommen wir nicht durch. Da ist noch eine Nuka-Cola. Na, jetzt gehen wir die ganze Runde gerade wieder. Ha. Warte mal, wir müssen ein Terminal finden, wo wir den Roboter ausschalten. Einer von denen hat das Verfallsdatum aber deutlich überschritten. Ja. Müssen wir ein Terminal finden, wo wir diesen Roboter ausschalten können? Ich glaube, das ist die Lösung. Keller. Keller. Lustigerweise beamt sich Hancock nicht. Das macht nur Piper. Fahrstuhlliebe mit Piper. Ach, guck mal hier. So. Jetzt sind wir wieder oben. Genau. Da zuckt noch was. Oh, guck mal hier. Stimpaks. Sehr gut. Und hier geht's jetzt wieder eine nach unten. So. Hier ist eine Tür. Hier ist aber auch nichts weiter. Ein Fernseher. Ja, Level up. Ich weiß. Hier geht's nicht weiter. Hier ist noch eine Tür. Hier ist aber auch nichts. Hier geht es wieder ganz nach unten. Jetzt sind wir quasi einmal die Runde rum. Da kommen wir nicht hin an die Tür. Ich speichere mal. Kommen wir hier rüber? Out of order. Out of order. Okay, das brauchen wir gar nicht weiter versuchen. Diesen
Typen müssen wir irgendwie... deaktiviert bekommen und ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Komm her, mein Freund. Bitte bewahren Sie im Fall einer Verletzung Ruhe. Okay, das ist irgendwie friedlich. Ich speichere jetzt nochmal und jetzt fahren wir nochmal hier runter. Okay, jetzt ist irgendwas explodiert. Shroud, ich will mit dir reden. Ah, guck mal, jetzt geht's. Hallo. Keine Bewegung, Arschlöcher. Wenn ihr nur einen Mucks macht, seid ihr dran und eure Familien auch. Und du, Shroud, wenn du nur einen Schritt näher kommst, werden wir sehen, was Kenzo im Köpfchen hat. Okay, was will er denn? Wenn du etwas zu sagen hast, ich bin ganz Ohr. Ein paar dieser Loser halten dich für irgend so eine Legende. Als wärst du direkt aus einem Comic gesprungen. Aber du und ich wissen, dass du ein Mensch bist. Und schwach. Du bist hier. Und warum? Wegen deines kleinen Freundes? Ja, wir wollen Kent retten. Und du bist stark, als Shroud einschüchtern. Mich interessiert das Geld. Freunde sind keine Schwäche. Ha. Ich bin problemlos durch deine Leute marschiert. Wer sagt, dass ich nicht Shroud bin? Hört nicht auf ihn, Leute. Er ist nicht echt. Dann pass mal gut auf, weil ich Kent dann töten werde. Und dann werden wir dich wie ein Sieb durchlöchern, bis von dir nichts als Brei übrig bleibt. Und dann gehe ich nach Good Neighbor und mach dort jeden einzelnen Schweinehund kalt. Und ich brenn alles nieder. Keiner legt sich mit Sinjin an. Ha, das ist alles rot. Kent verschonen, als Shroud drohen. Wir probieren das trotzdem mal. Was passiert, ist folgendes. Jeder, der mit einer Waffe auf mich zielt, stirbt. Bis auf den letzten. Himmel, Sinjin kann uns nichts tun, wenn er tot ist. Feigling! Feig! Okay, das hat funktioniert. Aber er hat Kent getötet. Shit. Shit, shit, shit. So ein Mist. Wir brauchen auf jeden Fall eine andere Waffe. Und dann versuchen wir es nochmal. Also er fängt sofort an, auf Kent zu schießen. Keine Bewegung, Arschlöcher. Wenn ihr nur einen Mucks macht, seid ihr dran und eure Familien auch. Und du, Shroud. Wenn du nur einen Schritt näher kommst, werden wir sehen, was Kenzo im Köpfchen hat. Verstanden, verstanden, verstanden. Was willst du, Sinjin? Dazu kommen wir noch. Ein paar dieser Loser halten dich für irgendso... Aber du und ich wissen, dass du ein Mensch bist. Bla, bla, bla. Als Shroud einschüchtern, mich interessiert das Geld. Freunde sind keine Schwäche. Freunde machen einen nicht schwach, sondern stark. Du machst dich zum Affen, weil dir so viel an diesem Schwächling hier liegt. Und du hältst dich für stark? Dann pass mal gut auf, weil ich Kent dann töten werde. Und dann werden wir dich wie ein Sieb tun. Ja, das haben wir schon gehört. Und dann gehe ich nach Good Neighbor. Ja, keiner legt sich mit Sinjin an. Wir versuchen jetzt mal Kent zu verschonen. Halt Kent daraus. Ich bin es, den du willst. Heute ist wohl mein Glückstag. Weil ich euch beide auf einmal kriege. Arschloch. Okay, okay, okay. Sehr gut.
Ach, guck mal, da ist Hancock. Wir müssen unbedingt Kent retten. Huch. Hancock ist im Weg. Und wir haben wieder das Baby schreien. Ist es lustig? So. Na, sag mal. Sehr gut. Sprich mit Kent. Mit Kent. Und Hancock hat es geliebt. So. Sag mir, was ich tragen soll. Wir räumen hier erstmal ein bisschen auf. Kronkorken, Patronen. Der zweite Versuch hat ja ganz gut funktioniert. So. Zack, zack. Präzisionsschützen gehärtet automatisch. Kampfgewehr. Ach, automatisch nützt uns leider nichts. So, Kent. Ey, Kollege. Kent. Ich war noch nie so glücklich im Leben, jemanden zu sehen. Alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Mein Bein bringt mich noch um, aber es könnte schlimmer sein. Ich höre auf. Mit allem. Die Verbrecherjagd ist einfach nicht mein Ding. Aufgeben? Wirklich? Nach all dem willst du einfach aufhören? Ich wusste, hier draußen sieht's übel aus. Aber das... Ich glaube nicht mal Silver Shroud könnte das wieder hinkriegen. Wir müssen weitermachen. Wenn du jetzt aufhörst, haben die Bösen schon gewonnen. Du hast recht, aber ich bin müde. Ich will einfach nur nach Hause. Ich gehe zurück nach Good Neighbor. Danke, dass du mich gerettet hast, ehrlich. Aber ich habe genug. Triff dich als Shroud mit Hancock. Okay. Dann machen wir das doch mal. Hallo. Hey. Ja? Ja. Job erledigt. Sinjin ist tot. Das war also der große, böse Sinjin. Und wir tanzen weiter auf dem Drahtseil der Freiheit. Hier, für deinen Einsatz. Die Welt ist ohne ihn besser dran. Die Zukunft sieht jetzt ein wenig rosiger aus. Ah, Kent, Kumpel. Warum das lange Gesicht? Du hast doch, was du wolltest. Ich wurde gefoltert. Ich bin fast draufgegangen. Das ist ganz anders als in den Hörspielen. Hey, wir wurden doch alle schon mal gefoltert. Wer gegen das Böse kämpft, der trägt eben immer ein paar Narben davon. Kommt schon. Good Neighbor ist jetzt dank euch beiden ein wenig sicherer. Ah, sehr schön. So, als Shroud sprechen. Was wäre Shroud ohne seinen treuen Freund Red Reinhardt? Das bedeutet mir eine Menge. Ich brauche etwas Zeit. Zum Heilen, weißt du? Aber danach habe ich ein spezielles Projekt im Auge. Nur für dich. Ich schalte meinen Radiosender wieder ein, wenn ich Fortschritte machen sollte. Okay, abgeschlossen. Silver Shroud, 586 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, können wir auch an der Stelle einfach mal die Folge beenden. Beim nächsten Mal werden wir also nach Good Neighbor mal zurückkehren und schauen, was Kent da so für uns gemacht hat. Ob er sich doch wieder auf die Verbrecherjagd begeben will. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schreibt eure Hilfe in die Kommentare und wir sehen uns zur nächsten Folge von Fallout 4 wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.